Mit Frauen ist viel Geld zu verdienen, das weiß er. Damals hat er schon 16 Jahre Berufserfahrung und ist von seinem Geschäftsmodell überzeugt. Ja, hier ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben eine riesen Auswahl an Frauen, 20, 30 pro Haus circa. Und der Unterschied halt zu den Privatwohnungen ist auch der, dass eben erstmal, wie gesagt, wegen der Auswahl. Und auch unsere Frauen gehen zum Arzt, sind beim Gesundheitsamt, das wird auch kontrolliert und da ist immer topfit. Und er hat Pläne, wie er das Viertel umbauen will. Weg vom reinen Rotlicht, hin zur Amüsiermeile à la Hamburg-St. Pauli. Der Mann hat einen Sinn fürs Geschäft. Das ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung für die Stadt und da wollen wir auch ein paar Mark dran verdienen. Hanebut mischt inzwischen nicht nur in Hannovers Rotlicht mit. Bei Razzien in Norddeutschland werden er und sechs andere Hells Angels festgenommen. Vorwurf: Körperverletzungen, Ausbeutung der Prostituierten. Doch Hanebut wird letztlich wegen einer anderen Körperverletzung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Anders als seine Hamburger Rockerkollegen behält er sein Vermögen. Und baut das Steintorviertel weiter aus. Hannover heute. Hier gibt es schon lange keinen Krieg mehr. Der Wandel von der schmuddeligen Rotlichtmeile zum Amüsierviertel hat geklappt. Nach 10 Jahren herrschen hier die Hells Angels. Also alles in Ordnung? Wir treffen Andreas Kühn. Er und seine Kollegen ermitteln gegen die sogenannten Outlaw-Motorcycle-Gangs. Rockerbanden wie Hells Angels und Bandidos, die unsere Gesetze ablehnen. Wir, das Landeskriminalamt Niedersachsen, die anderen Landeskriminalämter bundesweit, das BK, aber auch Europol, sehen Züge zur organisierten Kriminalität. Diese Outlaw-Motorcycle-Gangs begehen Straftaten unter dem Aspekt Gewinn- und Machtstreben. Die Ermittler sagen uns, die clubeigene Struktur würde das begünstigen. Das ist ein sehr perfides System. Die eigenen Member sind in der Regel, gerade bei den Hells Angels hier in Hannover, auch in einem Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, man arbeitet in einer der Firmen, man ist als Wirtschafter in einem Bordell tätig, man arbeitet als Türsteher im Security-Bereich. Ein System von Abhängigkeiten. Viele Hells Angels arbeiten hier ihre Schulden ab. Der Rockerclub gibt schon mal einen Kredit für die teure Harley. Wir wollen die Läden der Hells Angels in Hannover drehen. Welche Geschäfte betreiben sie hier? Überall treffen wir auf ihre Symbole. Jeder kann sie sehen. Dennoch, Öffentlichkeit mögen die Hells Angels nicht. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Macht das da hinten, ist kein Thema. Filmt eure anderen Straßen und scheißegal. Unsere Straßen hier wollen wir nicht haben. Wo wir unsere Läden haben. Wir bezahlen hier die Steuern, nicht ihr. Also filmt den Asphalt, da haben wir nichts gegen. Aber nicht unsere Läden. Wir bezahlen die Miete, nicht ihr, oder? Aber wir dürfen hier drehen. Egal, wer die Miete zahlt. Wenige Sekunden später, der nächste Höllenrocker. Hör mal, die Linse nicht auf mich, sonst hau ich dir das Ding in den Graben. Ja, ich kann da genau reingucken. Sieh, gucke hier weiter rein, hau ich dir das Ding in den Graben. Alles klar? Diese Drohung ist massiv. Wir holen die Polizei. Die Gesetze erlauben uns, von öffentlichem Grund zu drehen. Die Hells Angels nicht. Offensichtlich betrachten sie das gesamte Viertel als ihren Privatbereich, in dem sie die Gesetze machen. Die Polizei Hannover reagiert. Die große Kamera haben wir ausgeschaltet. Mit einer kleinen Handkamera drehen wir unbemerkt weiter. Die Polizisten belehren den Hells Angel, dass wir hier filmen dürfen. Doch der zeigt sich von der Staatsgewalt komplett unbeeindruckt. Im Gegenteil, er wiederholt sogar in ihrer Gegenwart seine Drohungen, unsere Kamera zu zerstören, wenn wir sie einschalten. Und kündigt auch noch Hausbesuche bei uns an. Die beiden Polizisten sind offenbar hilflos. Sie schaffen es nicht, geltendes Recht bei diesem Hells Angel durchzusetzen. Wir reden mit den Polizisten, verraten, welche Geschäftsadressen der Hells Angels wir noch drehen wollen. Das ist ein Fehler. Denn kaum sind wir wieder zurück im Büro, ruft der Hells Angels-Boss Frank Hanebut an und donnert los. Ein Polizist habe ihn darüber informiert, dass wir seine Firmen drehen wollen. Wenn wir dort auftauchen, würde er es richtig krachen lassen. Unfassbar. Die Polizei hat ihm unsere Pläne verraten. Wer schützt hier wen? Wir fordern eine Erklärung. Und wenn die sagen nicht, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber unerwähnt wird dieser Vorfall auf keinen Fall bleiben.
denn auch dafür hat er für uns in der journalistischen Bewertung einfach eine zu große Tragweite. Das werden Sie verstehen. 2 Wochen dauert es, bis die Beamten offenbar eine Sprachregelung gefunden haben und uns antworten, schriftlich. Die Polizei Hannover räumt ein, dass sie nicht ausschließen kann, dass Herr Hanebutt die betreffende Information tatsächlich von einem Polizeibeamten bekommen hat. Und versichert dann doch noch, dass die Polizei es nicht dulden wird, wenn Türsteher im Steintorviertel Kamerateams behindern. Inoffiziell hören wir, die Weitergabe unserer Drehpläne durch den Polizisten sei eine Riesensauerei. Aber offenbar sind nicht nur Polizisten in Hannover überfordert. Ein Kollege vom WDR hat Ähnliches in Duisburg erlebt und dabei seine Kamera laufen lassen. Ich bin bedroht worden, ganz konkret bedroht worden, zu einem Zeitpunkt, als sich die Rocker vor dem Fat Mexican versammelt haben. Es waren mehrere Dutzend Leute vor Ort. Die Polizei war auch dort, um das Ganze zu beobachten. Ich habe mich dann bei einem leitenden Polizeibeamten auch angemeldet, habe gesagt, aus einer gewissen Distanz heraus werde ich das Ganze filmen. Habe ich mich direkt neben die Polizeibeamten gestellt. Was dann geschah, war wirklich mehr als ungewöhnlich. 2 Rocker der Bandidos sind auf mich zugekommen im Beisein der Polizei und haben sich wirklich unmittelbar vor mir aufgebaut. Haben mich bedroht. Wir möchten, dass du gehst. Gehe. Stell dich dahin, mach Bilder von weitem. Hast du verstanden? Hast du mich verstanden? Ich möchte mich von Ihnen nicht bedrohen lassen. Ich bedrohe mich nicht. Mach doch die Kamera aus. Geh mit deiner Kamera. Mach die aus. Geh. Ihr schreibt nur Scheiße, ihr schreibt nur Lügen, mach das Ding aus. Sonst tretest du dir aus den Füßen. Nein. Was die Polizei dann gemacht hat, hat mich eigentlich sehr erschreckt. Statt einen Schritt auf mich zuzugehen, sozusagen einen Riegel zwischen mir und den beiden Männern, die mich bedroht haben, zu bilden, sind sie um ihr eigenes Polizeiauto gegangen und sind im Inneren des Wagens verschwunden. Und ich stand alleine da. Lassen Sie mich bitte in den Polizeiwagen rein. Wir lassen dich nicht in den Polizeiwagen. Dann stellen wir uns vor den Wagen. Ist mir egal. Bis heute hat die Polizei Duisburg ihr Verhalten ihm gegenüber nicht erklärt oder entschuldigt. Wir fragen uns, hat die Polizei womöglich Angst vor den Rockern? Ihr massives Auftreten in Kutten, martialisch, wie hier bei einem aktuellen Gerichtsverfahren in Duisburg. Bandidos und Hells Angels haben hochrangige Abordnungen geschickt. Denn hinter einem Mord, scheinbar aus Eifersucht, steckt vermutlich sehr viel mehr. Es geht um die Macht im Ruhrgebiet. Im Krieg der verfeindeten Rockerbanden soll ein Hells Angel einen Bandido erschossen haben. Wir sind beim Prozess, wollen mit Anführern von Bandidos und Hells Angels Interviews führen. Die Bandidos wollen auch jetzt nicht mit uns reden. Sie lehnen Interviews mit Journalisten zurzeit ab. Die Hells Angels haben ihren Pressesprecher in Duisburg dabei. Nach monatelangen Anfragen bekommen wir schließlich Interviewzusagen. Ein paar Tage später sind wir mit Frank Hanebutt in Hannover verabredet. Er erzählt uns seine Version des Duisburger Mordprozesses. Aktuell in Duisburg, da wurde uns jemand angegriffen, das ist eine Notwehrgeschichte. Was soll der machen? Der weiß, was ihn erwartet, wenn er sich da nicht gerade macht oder wenn er da nicht wegkommt. Und deswegen, manchmal ist man halt gezwungen, da Maßnahmen zu treffen, die man sonst unter diesem Druck nicht machen würde. Aber kein Mensch kann sich lässig gefallen oder von uns mit Sicherheit lässt sich keiner verprügeln irgendwo auf Lau. Und deswegen muss man da manchmal eben auch durchziehen. Rechtsphilosophie der Hells Angels. Anfang der 70er Jahre wird in Hamburg das erste deutsche Charter gegründet. 10 Jahre später verbietet Hamburg die Hells Angels und ihre Abzeichen. Nach 2 Toten, Schutzgelderpressungen, schwersten Körperverletzungen. Einer, der damals Mitglied im Hamburger Charter war, ist Rudolf Triller, der heutige Pressesprecher der Hells Angels Deutschland. Auch ein Mann mit Knasterfahrung. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Man braucht sich nur weltweit umgucken, was da abgeht. Man braucht in die Geschichte gucken, dann ist das keine Frage. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und wenn man lernt, damit umzugehen, auch die Gewalt zu sehen in sämtlichen Spielarten, die es gibt. Es gibt ja auch subtile Gewalt, die genauso verheerend wirken kann wie offene körperliche. Dann ist das die Verpflichtung eines jeden Menschen, damit umgehen zu können. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Ein interessantes Gewaltbekenntnis. Bedrohungen, Schlägereien,
Messerattacken, Mordversuche. Allein in Norddeutschland hat die Polizei 8 Taten in einem Dreivierteljahr registriert. Und das sind nur die Fälle, von denen die Ermittler etwas mitbekommen.